Stellt euch mal vor, ich würde eine Review komplett aus der Ego-Perspektive machen. Das klingt schon ziemlich absurd. So absurd ist es aber gar nicht, denn jetzt kommt mit Hardcore ein Film komplett aus der Ego-Perspektive gedreht in die Kinos. Und wie das aussieht, seht ihr hier im Trailer. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Holen wir deine Frau da raus. Ich liebe dich, Henry. Schön auf Sendung. Pass auf! Ha! Fabelhaft. Für die Schauspieler ist das hier auf jeden Fall eine große Herausforderung, denn dieses Mal müssen sie mit der Kamera agieren, denn hier schauen sie ja dann immer in die Augen eines Protagonisten, nämlich unseres Protagonisten. Der Film ist eben komplett aus dieser Point-of-View-Sicht, so wie im Ego-Shooter, gedreht. Das sind auch zwei Leute, die kennt man so ein bisschen schon vom Sehen. Das ist einmal Charlton Copley, der spielt hier Jimmy, den kennen einige aus Chappie, Elysium und so weiter und so fort. Und auch Hayley Bennett, die haben vielleicht einige beim Equalizer oder Mitten ins Herz, okay, das ist jetzt auch schon fast wieder 10 Jahre her, aber gesehen, die machen ihre Sache eigentlich auch alle ziemlich gut. Man merkt halt, dass hier der Fokus überhaupt nicht auf Schauspiel komplett gelegt wird, denn hier hat eben niemand wirklich die Möglichkeit, vor der Kamera jetzt mal so richtig zu glänzen oder bestimmte Emotionen anders freien Lauf zu lassen, denn die Kamera ist halt immer irgendwie in Bewegung und das geht eben eher um dieses Gefühl, was vermittelt wird. Und dementsprechend sind Schauspieler hier gefühlt etwas mehr Beiwerk in diesem Film, aber sie machen ihre Sache auf jeden Fall ordentlich. Der große Star ist natürlich hier die Machart, so Point-of-View-Kino. Das Ganze hat sich jetzt in den letzten Jahren in der Pornoindustrie schon irgendwie weiterentwickelt und fortgesetzt. Da kann man halt entweder aus der Sicht, dann man vögelt entweder sie, ihn, je nachdem, was man mag, oder man wird gevögelt, je nachdem, wer man sein möchte. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Hier ist es eben genau anders, denn hier bringt man gefühlt selber Menschen um oder läuft weg und hat das Gefühl, okay, ich bin gerade noch irgendwie so einem Mordanschlag entkommen. Das ist ziemlich geil gemacht. Und geht auch wirklich derbe auf Tempo. Und dann muss ich sagen, ich frage mich dann oft, scheiße, wie haben die das eigentlich gemacht? Denn na klar, mit GoPros und diesem ganzen Kram, aber das muss ja so gut durchchoreografiert sein, dass bestimmte Elemente einfach wirklich gut funktionieren. Denn gerade so bei visuellen Effekten ist es ja auch immer wichtig, wie ist es jetzt eigentlich beleuchtet, wie ist jetzt gerade die Perspektive, dass man das vernünftig umsetzen kann. Also hier wirklich ganz, ganz großes Lob, großes Star des Films, die Kameraarbeit und auch die Idee, so eine Innovation ins Kino zu bringen, da verneige ich mich auch definitiv vor. Dennoch muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich das zwar spannend finde, aber es lieber gehabt hätte, und das ist jetzt so ein persönliches Geschmacksding, dass es immer mal wieder Ego-Perspektiven gibt und das halt eher wie so ein auflockerndes, cooles Stilelement ist, denn so ist es auf Dauer schon ziemlich ermüdend. Und dieses Ermüdende kommt auf jeden Fall auch durch die Story selber. Die ist nämlich extrem schmal und man wird das Gefühl, also ich wurde das Gefühl nicht los, dass es hier teilweise immer nur so 5, 6 Sätze sind, 1, 2 Minuten, damit wir nur einen Übergang zur nächsten Kampfsequenz haben. Und ja, das ist dann ehrlich gesagt doch ein bisschen arg dünn und wie ich es gerade schon mal beschrieben habe, ich hätte es lieber so als Stilelement gehabt. Gerade in den Kampfsequenzen finde ich es mega, auch aus dieser Ego-Perspektive, und der Film ist auch extrem brutal, aber eben sehr, sehr konsequent. Also man sieht wirklich alles, was bei einem Tötungsdelikt zu sehen sein könnte. Also auch Dinge, bei denen ich mir noch nie vorgestellt habe, wie sieht das denn aus, bekomme ich hier gezeigt. Ich finde das grundsätzlich toll, dass der hier so konsequent ist, aber es wäre für mich eher als Stilelement gewesen. Und so hätte ich auch viel bessere Möglichkeiten gehabt, die Story irgendwie noch spannender zu erzählen und mehr zu erzählen.
die 90 Minuten wirken sich dann für mich schon sehr, sehr lang aus. Wäre für mich eher ein Kurzfilm gewesen. Ich glaube, 30, 40 Minuten wäre das für mich so ein gigantischer Kurzfilm gewesen. Wer sich aber schon bei Mad Max beschwert, von wegen, ja, sieht ja alles ganz gut aus, aber hat zu wenig Story, ist ihm dann bei Hardcore echt so, okay, da passiert wirklich irgendwie gar nichts, außer so ein Bodycount von gefühlt 750.000. Das ist mir dann insgesamt zu wenig, so innovativ dieser ganze Film auch sein mag. Ihr merkt, ich finde einige Sachen richtig gut, bei anderen Sachen muss ich sagen, okay, da kann ich drauf verzichten. Was übrigens sich komplett auf dieses POV-Ding bezieht. Ich finde das als Element toll, ich brauche aber ehrlich gesagt keine weiteren Filme, die mit anderthalb bis zwei Stunden etwas nur aus einer Perspektive zeigen. Dafür liebe ich zu sehr tolle Bilder. Um eine Kinokarte zu lösen, muss ich dann einfach eben mehr sehen. Schauspiel ist in Ordnung, Innovation ist hier auch wirklich, wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Ich finde es toll, wenn man Sachen ausprobiert. Aber am Ende des Tages gehe ich eben nicht total zufrieden raus. Für Leute, die jetzt Kameraarbeit nur sehen wollen und nur das Innovative, die werden den Film auch besser bewerten jetzt als ich. Von mir gibt es aber sehenswerte 6 von 10 Punkten. Wenn ihr noch eine andere Review sehen wollt zu einem aktuellen Film, schaut euch das Video hier unten an oder die letzte Folge Top 10. Da geben wir uns immer besonders viel Mühe. Schaut doch gerne rein und supportet uns ein bisschen da oben. Links gibt es auch in der Infobox, in den Infocards und ansonsten macht es gut und adieu.